Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die Perix Periboard 426 kabelgebundene USB-Mini-Tastatur. In unserer heutigen vernetzten und digitalisierten Welt, da kann so eine platzsparende Tastatur wahrlich eine sehr nützliche Hardware-Komponente sein. Vor allem was den Preis anbetrifft, bin ich der Ansicht, zahlst du hier wahrlich kein Vermögen für diese kleine, aber feine Tastatur. Deswegen halte ich das schon mal für ein sehr interessantes Angebot. Das Amazon-Angebot zu dieser Tastatur aus dem Hause Perix werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir also sehr gerne mal anschauen, wenn du dich dafür interessierst. Ja, der Megatrend Digitalisierung ist wahrscheinlich nicht an dir vorbeigezogen. Was ich schön finde, ist, dass es hier auch viele, viele sehr nützliche technische Komponenten gibt, für die man wirklich kein Vermögen zahlen muss. Denn preislich finde ich diese Mini-Tastatur hier top. Ja, also da kann ich wirklich, das würde ich wirklich als ein faires Angebot bezeichnen. Ja. Muss aber natürlich jeder Hardware-Freund selber beurteilen. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften dieser Tastatur von Perix auch noch genauer anschauen. Kompakte Größe, schlanke und leichte Tastatur, welche platzsparend ist. Die genauen Maße kannst du dir hier auch nochmal anschauen. Flaches Tastendesign. Die Membrantasten haben ein flaches Profil mit kurzem Tastenhub. Reaktionsschnelle Tasten und komfortables Tippgefühl. Ja, genau so muss das bei der Tastatur natürlich sein. Multimedia-Tasten, Media-Funktionen kontrollieren durch FN-Media-Shortcuts. Ja, cool. Beständige Qualität. Die Tastatur ist aus hochwertigem ABS-Material und Membrantasten hergestellt und bietet somit die perfekte Lösung für Büro und Homeoffice. Aus Systemvoraussetzungen und Lieferumfang kannst du dir nochmal auf der Angebotsseite selber anschauen. Das Design finde ich hier sehr, sehr zurückhaltend, sehr praktisch. Ja, so eine Mini-Tastatur, die kann eben vor allem, je nachdem, wie du deinen Arbeitsplatz eingerichtet hast, sehr viel Sinn machen. Ja, es gibt einfach Situationen, wo so eine größere Tastatur nicht so viel Sinn macht, wo sie zu viel Platz verbrauchen würde oder plötzlich einfach nicht so gut passt. Genau dafür kann so eine Mini-Tastatur eine hervorragende Alternative sein, zumal es vielen Leuten auch ausreicht, ja, so eine kompakte Tastatur zu haben. Generell gefällt mir hier wirklich sehr gut, was dir aus dem Hause Perix zu diesem Preis geboten wird. Ja, wer eine Mini-Tastatur für seine, ja, für den Einsatz als nützlich empfindet, der findet hier, wie ich finde, ein preiswertes Angebot. Designtechnisch gibt es hier natürlich nicht so viel zu sagen. Ich würde sagen, das kompakte Design steht hier im Vordergrund. Ansonsten ist sie, wie ich finde, funktional gehalten und genau das gefällt vielen Leuten natürlich auch. Ja, wenn wir das mal zum Beispiel mit Gaming-Tastaturen vergleichen, da haben wir meistens noch mehr bunte Design-Komponenten. Aber wie bereits gesagt, das ist immer eine Geschmacksfrage. Ich denke, der größte Vorteil ist hier ganz klar die kompakte Größe, ja, und auch der Preis. Und in diesen Aspekten kann die Tastatur, wie ich finde, wahrlich überzeugen. Das Amazon-Angebot zur Perix Periboard 426 kabelgebundenen USB-Mini-Tastatur mit flachen Tasten werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir also sehr gerne einmal anschauen, wenn du dich dafür interessierst. Ich halte sie in der Tat für eine nützliche Hardware-Komponente. Die kompakte Größe würde ich als Vorteil bezeichnen und auch der Preis gefällt mir hier echt gut. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe sehr, dass dir mein Video gefallen hat und ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao.